Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen müde. Guckt mal oben auf den Zähler. Wir haben 2.34 Uhr, Freitagmorgen, und wir starten jetzt gemeinsam zum allerersten Mal Starfield. Ich habe es um 2 Uhr wollte ich starten, aber ja, ihr wisst ja, ne, wenn ihr einen Preload habt, wird das Spiel erstmal auf dem Steam Deck gespeichert, allerdings in einem temporären Ordner. Und dann nochmal entpackt, wenn das Spiel freigeschaltet wurde. Das heißt, dass ich jetzt nochmal über eine halbe Stunde gebraucht habe. Und da frage ich mich natürlich gut mit einer wirklich schnellen Leitung. Und ich habe halt eine 1-Gigabit-Leitung. Hat mir der Preload überhaupt was gebracht? Ich weiß es nicht. Hätte ich wahrscheinlich direkt runterladen können um 2 Uhr. Aber klar, für die Leute, die nicht so eine schnelle Leitung haben, ist das immer noch die bessere Wahl. Es geht los. Ich bin ganz gespannt. Ich habe bereits bei 2 Reviews gestern Abend gesehen, da wurde das Steam Deck nur ganz kurz erwähnt und es wurde gesagt, es läuft nicht auf dem Deck. Punkt. Die wollten starten, es läuft nicht, aber meine Stimme versagt hier und da noch ein bisschen. Es tut mir leid, ihr seht oben, die Shader werden noch gebildet. Erinnert mich so ein bisschen an den The Last of Us Launch. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Ach ja, genau. Da hieß es dann, dass es einfach nicht startet, Punkt aus. Es ist so, es ist jetzt die 3.4.9 vom Steam OS rausgekommen. Zeige ich euch gleich gerne nochmal, wie ihr die installieren könnt. Was wir jetzt hier machen, ganz wichtig. Ihr wisst, ich will normalerweise immer was in Full HD zeigen. Das mache ich jetzt selbstverständlich nicht. Ja, denn wir haben hier alles auf niedrig, haben bereits ein internes FSR2 drin. FSR2 sehr gut. Und auch wenn es höchstwahrscheinlich nichts bringen wird, stellen wir hier trotzdem noch. Oh, warte mal, guck mal. Was ist das denn? Der ist auf 10 Watt. Das brauchen wir gar nicht erst probieren. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Wir gehen hier auch nochmal auf FSR. Gucken einfach, was es bringt. Ne? Wir können auch nachher gerne einmal. So, wir können auch gerne nachher einmal das Kabel abziehen, gucken, wie ich es mal beispielsweise bei Armored Core 6 gemacht habe. Einfach gucken, wie es dann im Handheld-Mod läuft. Wie heiß wird das? Was für eine erwartete Akkulaufzeit haben wir? Ich habe jetzt gerade auf Start gedrückt. Beziehungsweise auf A. Und wir sind raus. Wir sind raus. Entschuldigung, das ist nicht schön. Und von daher gucken wir, ob wir beispielsweise mit Proton Experimental weiterkommen. Denn wenn es gar nicht zu starten ist auf dem Deck, ich meine, es gibt keine Verifizierung aktuell dafür. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das Spiel schnell eine Verifizierung bekommen wird. Aber wenn jetzt da wirklich ein paar Leute draußen sind, die sich die Premium-Edition für 100 Euro gekauft haben, die nicht spielen können auf dem Deck, dann wird es ein paar Refunds hageln. Definitiv. Und unten seht ihr, der gute Fabian, der Steam Deck Checker, ist jetzt ebenfalls drin. Bei mir läuft es nicht, ich gucke mal bei ihm. So, ich schreibe mal direkt parallel, während der hier lädt, bei Discord. Und dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht. So, wir haben auf Experimental gestartet. Ihr seht jetzt oben links am Frame Counter, dass sich irgendwas tut, dass wir vielleicht in irgendeiner Art Menü oder was auch immer drin sind. Aber da passiert nicht wirklich was. Da passiert nicht wirklich was. Das ist definitiv nicht schön. Okay.
habe ich immer geschrieben. Also hier kommen wir gerade gar nicht weiter. Wir gehen nochmal aus dem Spiel raus. Und schauen mal, ob wir mit GE weiterkommen. Also bisher hat sich das Aufstehen nicht gelohnt. In einem anderen Video habe ich übrigens gehört, für die Leute, die ein ROG Ally haben, da soll das Spiel tatsächlich mit annähernd 30 Frames gut laufen, aber natürlich hier und da mit doch recht starken Dips. Müsste man gucken, inwiefern sich das auf die Spielbarkeit auswirkt. Aber okay. Das ist interessant. Wir probieren es weiter. Wir probieren es weiter. Also, GE nimmt er nicht. Wir gehen jetzt nochmal in Experimental. Probieren es nochmal hiermit. Es gab ja, wie gesagt, diesen Fix, der 349. Und der hat von SteamOS, der hat dafür gesorgt, oder da stand in den Release Notes drin, dass der, ich glaube, der GPU, oder beziehungsweise das Abstürze bei einem kommenden Spiel, was halt Starfield sein kann, oder wo, ja, wo letztendlich die Gerüchte ganz groß waren, dass es Starfield ist. Genau, dass der dort Crashes beheben würde. So wie es aussieht, wird das kommende Spiel doch nicht Starfield. Dann werde ich gleich wahrscheinlich doch rüberwandern zu meiner Xbox und werde mir dann oder werde dann tatsächlich das Spiel auf der Xbox spielen. Und das wird eins der wenigen Spiele. Auf Steam, die ich zurückgeben werde, denn 100 Euro für nichts, ich meine, klar, vielleicht wird hier und da ein Fix kommen, aber das sieht aktuell nicht danach aus, dass es läuft. Selbst nach diesen beiden Berichten, die ich halt, wie gesagt, gelesen hatte, oder was erwähnt wurde, dass das bei den beiden Leuten abstürzt, habe ich gedacht, okay, dann hatten die halt eine Pre-Release-Copy, die 349 vom SteamOS oder beziehungsweise vom SteamOS. Ist noch nicht draußen, liegt daran, gar keine Frage. Aber das sieht tatsächlich nicht gut aus. So, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr weiter, haben nur den Black Screen. Und das ist ein bisschen das, was mich wundert, weil wir hatten anfangs, wie gesagt, die Möglichkeit. Wir hatten anfangs die Möglichkeit oder wir sind ins Menü reingekommen. Aber jetzt geht auch das nicht mehr. So, wir nehmen hier nochmal den Haken raus. Ich weiß nicht, welche, weil wie gesagt, wir haben es jetzt mit GE probiert, wir haben es mit Experimental probiert und wir haben es mit der 803 probiert. Und jede einzelne Version nimmt er nicht. Und deswegen, wenn es jetzt wieder starten sollte,
meine Stimme ist leider weg. Ich rede sonst normalerweise nicht so viel nachts. Wenn es jetzt wieder starten sollte, frage ich mich natürlich, welche Proton-Version dahinter hängt. Aber das ist das, was ich eben auch in den anderen Berichten bereits gelesen habe. Wie gesagt, bei denen ich dachte, es ist mit 3, 4, 9 gefixt. Einfach nur ein schwarzer Bildschirm. So. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo irgendeine Möglichkeit finde. Oder irgendwas, ja, letztendlich eine Info finde oder eine Hilfe finde oder was auch immer. Aber das sieht aktuell nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. So. Laut Reddit hat es anscheinend irgendeiner geschafft, das Spiel auf dem Steam Deck zum Laufen zu bekommen, aber der Thread ist bereits ein paar Stunden alt und von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass das nur irgendein Troll war, denn wie gesagt, die beiden offiziellen Videos, keine Chance. Und hier starten wir auch nicht mehr. Ich gucke jetzt gerade noch mal eine andere Sache. Wir hier irgendwie die Möglichkeit haben, was herauszufinden. Nee. Ich frage mich tatsächlich, warum es nicht funktioniert. So, jetzt muss ich hier noch einmal ganz kurz nach den neuesten Sachen ordnen, einfach mal um zu schauen. Ja. Wobei es gerade angeblich einen Livestream gibt. So, Moment, Freunde. Wir gucken jetzt nochmal, ob es vielleicht irgendwie ein neues Update gibt. Das ist definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Hier seht ihr, dass wir in der Beta-Version sind. Ach, guck mal. Gibt der. Das war installiert, das ist installiert. So, dann laden wir das hier runter. Ich gehe jetzt hier einmal ganz kurz auf Pause. Da müsst ihr euch das zumindest nicht mit antun. Und wenn es runtergeladen ist, bin ich wieder dabei. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Das Steam Deck startet gerade neu. Hat jetzt 2-3 Minuten gedauert, aber wie gesagt, ich habe gestern die 3-4-9 runtergeladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal ein zusätzliches Update ist. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich schaue natürlich gerade die ganze Zeit weiter, ne, ob wir es irgendwie hinbekommen. Und ich habe, bei Reddit steht jetzt drin, dass es wohl bei manchen Leuten im Desktop-Mode funktioniert, wo ich mir denke, so, okay, das ist nicht gut, dass es nur dort funktioniert. Denn im Desktop-Mode hat das oder haben Spiele generell eine schlechtere Performance. Ne? So, wir sind wieder zurück. Ich ziehe den eben hier runter und wir schauen jetzt mal, ob wir starten können. Wenn nicht, habe ich noch eine Idee. Wir kämpfen uns da gemeinsam durch. Ist ja erst eine Viertelstunde.
Es ist erst eine Viertelstunde. So, wir sollten jetzt gleich wieder ein Black Screen bekommen. Oh, da sind wir wieder. Okay. Jetzt wird es interessant. Probieren wir nochmal. Neues Spiel starten, ja. Unten rechts, das seht ihr übrigens, Moment, da ist ein Kreis, so ein Ladebalken. Und? Das sieht schon wieder fast so aus, als ob er sich jetzt gleich aufhängt. Da sind wir wieder. So, ich habe eine andere Idee. Und zwar, wir gehen wieder auf Experimental. Starten wieder das Spiel. Denn angeblich soll es funktionieren, wenn wir gleich den Black Screen bekommen, da die ganze Zeit irgendwie per Touchscreen drauf zu tippen. Was halt natürlich nichts bringt, weil das Deck gerade am Monitor dranhängt. Aber dann ziehe ich es dafür kurz ab. Wir schauen mal. So, das ist das, was ich mache. Ich ziehe es jetzt ab. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, ich mache euch wenigstens mal ein schönes Hintergrundbild. Zack. Ihr seht, wir haben einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Da drücke ich jetzt. Oh. Und es klappt. Habt ihr gesehen? Schwarzer Bildschirm, einmal drauf drücken. Okay. Wir sind wieder drin. Wir sind wieder drin. Interessant. Starten wieder, drücken wieder. Und kommen anscheinend rein. So, das wäre natürlich ein Wahnsinnsfix. So, wir warten. Die Musik läuft, das ist ganz gut. Wir sehen unten den Ladebalken. Passiert sonst wieder nicht viel. Die Frames bleiben gleich. Das heißt, das sieht für mich wieder so ein bisschen aus. Ich ziehe das wieder einmal ab. Jetzt ist gerade alles einfach nur schwarz. Da seht ihr es, er ist nicht verbunden. Ich muss einmal das Steam Deck neu starten. Wahnsinn. Ich bin sofort wieder da, Freunde. Interessanterweise gibt es tatsächlich jemanden bei YouTube, der es angeblich zum Laufen bekommen hat. Was mich ein bisschen wundert. Aber wir probieren es nochmal. Wir sind jetzt drin. Ne? Wir starten es wieder mit Experimental. Und gucken jetzt, ob wir erstmal ins Spiel reinkommen und dann verbinde ich mich gleich wieder mit dem Rechner. So, wir gehen rein. Haben wieder den schwarzen Bildschirm. Ich drücke drauf. Und dadurch sind wir drin. Ich zeige es euch. Okay. Und wir starten ein neues Spiel.
Dann wieder alles schwarz, aber unten ist ein Ladezeichen, seht ihr? Jetzt ist es schwarz geworden. Das Ladezeichen ist wieder da. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Es wird schwer, wenn ich so halte. Unglaublich. Also die Leute von euch, die jetzt auch irgendwie nachts extra aufgestanden sind, nur um das Game auf dem PC zu zocken, oder beziehungsweise auf dem Steam Deck zu zocken, ich hoffe, bei euch klappt es in irgendeiner Art und Weise besser, weil das hier ist definitiv. Das ist nichts, Leute. Da geht es auch nicht weiter. Kann ich draufdrücken, wie ich möchte. Keine Chance. Und über den Desktop-Mode brauchen wir, wie gesagt, nicht gehen. Ne? Da brauchen wir nicht gehen. Ich gucke gerade noch, ob ich hier irgendwas finde. Aber das muss ich hier noch mal beenden. Dann schauen wir noch mal, ob es irgendwas Neues gibt. Wir haben jetzt aktuell genau 3 Uhr. Aber wie gesagt, ich Es gibt Leute, bei denen steht, dass es funktioniert. Und das ist einfach das, was mich wundert. Was ich jetzt mache, ich gehe nochmal, ich nehme wieder Experimental raus, starte das Spiel erneut. Ne, müssen wir einmal kurz warten. Ich versuche es jetzt nochmal mit der Standardkonfiguration und gucken, ob es funktioniert. Ansonsten wird schwierig. Ja, vor allen Dingen viele Leute schreiben, ja, hey, starte doch mit Proton Experimental. Das ist ja das, was ich probiere, ne? Ja, aber das funktioniert bei mir nicht. So, wir sind wieder drin. Hatten gerade wieder den schwarzen Bildschirm. Das heißt, da habe ich wieder einmal drauf getatscht. So, er bildet wieder ein paar Shader. Da oben, seht ihr es? Und dann probieren wir jetzt gleich erneut, einfach nur das Spiel zu starten. Ich möchte einfach nur sehen, wie es auf dem Deck läuft. Ich merke aber einfach auch schon, jetzt haben wir wieder das Ladezeichen da unten. Falsch, da. Da war es. Und wir sind wieder drauf. Nein. Also, mit der normalen Konfiguration funktioniert es definitiv nicht. Egal, was wir machen, keine Chance. Mit GE klappt es ebenfalls nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, überhaupt in das Spiel reinzukommen, ist Experimental. Und das probieren wir jetzt noch ein allerletztes Mal. Wenn es nicht funktioniert, dann ja, dann ist es so. Dann ist wahrscheinlich sowieso die beste Möglichkeit auf dem Deck das Ganze per Xbox Cloud zu spielen, meiner Meinung nach. Und da wird sicherlich auch noch mal irgendwie ein Video von mir drüber geben, wie ich euch das zeige. Das heißt, da spielt ihr dann bestenfalls sogar bei den Game Pass und habt keine Zusätze, nicht bestenfalls, sondern wenn ihr sowieso Game Pass Nutzer seid, spielt ihr da drüber. Hab dann in dem Sinne keine zusätzlichen Kosten, halt nur diese Abo-Gebühren. Braucht aber dann natürlich eine Internetverbindung, eine gute Internetverbindung, um das Spiel spielen zu können. So, wir sind wieder drin.
Im Menü. Ich habe wieder ein neues Spiel gestartet. Das heißt, da unten haben wir den Ladebalken, der sich bewegt. Jetzt haben wir wieder gar nichts. Da kam was. Jetzt war einmal alles weg, wieder da. Die Lüfter sind völlig auf Hochtouren. Tut sich nichts, Freunde. Da tut sich gar nichts. Falls euch wundert, ich habe natürlich die Cryo-Utilities drauf. Ich habe den Buffer auf 4 GB gestellt. Also all die Dinge, die man auch wirklich tun sollte, damit das Spiel einigermaßen gut läuft. Jetzt müsste es halt nur noch starten, ne? Aber das sieht aktuell gar nicht gut aus. Aber wir warten noch. Ich stecke das Kabel dran. Wir warten noch. Vielleicht dauert das initiale Laden einfach ultra lange. Wir werden es gleich wissen. Denn die Musik läuft ja zumindest, ne? Das kann man halt sagen. Aber da tut sich nichts, da verändert sich einfach nichts. Wir bleiben schwarz. Naja, das da unten ist, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Tja, das heißt, Entschuldigung, das heißt, mein Thumbnail, was ich bereits vorbereitet habe für dieses Spiel, das werde ich definitiv ändern müssen. Ich versuche nochmal gerade Knöpfe zu drücken. Es wundert mich nur, dass es anscheinend Leute gibt, bei denen es funktioniert. Und deswegen möchte ich hier nicht aufgeben. Guck noch eine andere Sache kurz. Genau, am Deck tut sich nach wie vor nichts. Immer noch ein schwarzer Bildschirm, egal wo ich drauf drücke. Keine Chance. Schauen wir noch einmal ganz kurz hier. Aber ich tue mich wirklich schwer damit, jetzt zu sagen, so Freunde, das war's, ne? Keine Chance. Keine Chance, das muss ich abbrechen. Okay, gucken wir noch einmal, ob der mir noch irgendein Update letztendlich anbietet. Aber gerade war ja schon nichts von daher. Oder da war ja das eine, ne? Was wir dann noch installiert haben, aber nein. Ihr seht es dann auch. Keine aktuellen Updates. 3.4.9 haben wir drauf. Probieren wir noch einmal was anderes. Das ist auch aktuell. So,
Und wenn ich jetzt den... Ich schließe das mal direkt an. Moment, Freunde. Vielleicht finden wir ja gemeinsam raus, woran es liegt. Ne? Jetzt springt er gar nicht mehr um, dass er mir das hier gar nicht mehr anzeigt. Okay. Ist nicht schlimm. Ich habe jetzt hier auf Main umgestellt. Und jetzt lädt er wieder ein Update runter. Gucken wir mal, vielleicht funktioniert es ja. Ich pausiere kurz, ich hole euch gleich wieder ab, wenn es fertig ist. Ja, Freunde, falls ihr euch fragt, was ich mache, ob ich noch da bin. In meinem Video ist es ja nur ein kleiner Cut. Wir haben jetzt inzwischen 3:30. Und ich, oder mein einziger Plan, den ich mir noch vorstellen kann, aber wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, es scheint zu funktionieren. Performance ist so Mitte 20 Frames. Eher die unteren 20. Wie gesagt, ich kriege es ums Verrecken nicht zu laufen. Ich habe jetzt nochmal den, gerade einmal komplett alles neu gestartet, habe den Steam Client Update auf Steam Deck Beta gestellt, die Betriebssystemaktualisierung auf Main, um mir dann nochmal das 3.4.9 Update frisch runterzuladen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird oder nicht. Er lädt noch runter. Ich gehe wieder kurz auf Pause, weil das ist, glaube ich, der langweiligste Part von allem, was wir hier gerade machen. Ja, Freunde, wir haben jetzt mittlerweile fast 4 Uhr und keine Chance. Ich krieg's nicht zum Laufen. Ultra frustrierend, ne? Mir jetzt eigentlich seit 2 Stunden zu sitzen und zu hoffen, dass ich euch ein tolles Gameplay zeigen kann. Aber keine Chance. Nee. Ich muss das machen, was ich gedacht habe, was ich nie mache, nämlich zu sagen, so wisst ihr was, es läuft einfach nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter schauen, was da los ist. Wie gesagt, die besten, also das jetzt einfach nochmal als Fazit, stellt auf Proton Experimental, wenn der schwarze Bildschirm kommt, tippt drauf per Touchscreen. Und dann guckt, ob ihr durch seid oder ob es dann klappt. Wie gesagt, bei mir ging es nicht. Es hat einfach nicht funktioniert, auch nicht mit dem 3.4.9 Update. Ich habe von Leuten gehört, nochmal ganz abschließend bei Reddit, dass es bei denen funktioniert hat. Teilweise. Bei vielen hat es eben nicht funktioniert. Performance ist nicht gut, soll wirklich nicht gut sein. Ich hoffe, dass da noch irgendwie was optimiert wird. Das heißt, so Mitte 20, Ende 20 Frames und sobald ihr dann Explosionen oder Gegner habt, geht ihr wohl angeblich auf 21, 22 Frames. Ist für mich nicht spielbar. Aber wie gesagt, ich muss mich auf jeden Fall selber davon überzeugen, ne, weil gerade dieses Baldur's Gate 24 Frame Ding, das lief erstaunlich gut. Ich werde gleich erstmal schlafen gehen. Ich bin echt müde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das Spiel nachher auf der Xbox anzuzocken. Freue mich da richtig, richtig drauf. Und wie gesagt, sollte es dann fix für das Steam Deck geben, hänge ich mich da auch auf jeden Fall dran, zeige euch das. Aber hier nach einer halben Stunde, aber eigentlich sind es jetzt fast 2 Stunden, anderthalb Stunden, muss ich sagen. Ich bin leider raus. Ohne Ergebnis, es tut mir leid, Freunde. Das Video lade ich natürlich trotzdem hoch, damit ihr sehen könnt, dass es einfach nicht bei mir funktioniert hat. Lasst mich aber gerne in den Kommentaren wissen, falls es bei euch aus irgendeinem Grunde vielleicht doch funktioniert oder was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, ein Spiel zu releasen, gerade so dieses größte Release, ne, und einfach nochmal ganz kurz als Fazit von mir. Und wenn Valve halt das 3.4.9 Update rausbringt, welches sich halt zu 95% auf Starfield bezieht, dann aber halt es in dem Sinne nicht schafft, das Spiel überhaupt startbar zu machen, weil jeder oder nicht jeder, aber ich kann mir vorstellen, sehr, sehr viele Leute, die sich eben die Premium-Edition für 100 € gekauft haben und auf dem Steam Deck spielen wollten, werden mega frustriert sein.
Weil ich glaube, nicht viele Leute stellen auf Experimental um. Nicht viele Leute drücken bei dem schwarzen Bildschirm einfach mal drauf und hoffen, dass es weitergeht. Und von daher gefällt mir nicht. Das heißt, also das Spiel soll toll sein, ne? Wie gesagt, hat im Moment einen 88er-Score bei Metacritic. Aber so wie es aussieht, glaube ich, dass das nicht die richtige Plattform ist für das Spiel. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie gesagt, gerne Kommentar da lassen, ob es bei euch in irgendeiner Art und Weise funktioniert hat. Meine Freunde, ich gehe schlafen. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.